Ja, meine Damen und Herren, live im Deutschen Bundestag in Berlin. Hier beginnt jetzt gleich die Befragung der Bundesregierung. Es geht um eine Ausweitung der Lkw-Maut in Deutschland. Und entsprechend wird gleich das Eingangsstatement hier der zuständige Minister, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, halten. Um was geht es im Einzelnen? Die Lkw-Maut, die ja schon gilt auf den Bundesautobahnen, soll in Zukunft auch auf die Bundesstraßen erweitert werden. Damit geht eine lange Diskussion zwischen den beiden Parteien bzw. Fraktionen, die die Große Koalition tragen, zu Ende. Die SPD hat sich an dieser Stelle durchgesetzt. Hier sehen wir Bundestagspräsident Lammert, der jetzt die Sitzung eröffnet. Die SPD hat sich durchgesetzt, also aber es gibt auch faktische Gründe. Das Bundesverkehrsministerium, die Investitionen sind unterfinanziert. Es gibt viele marode Abschnitte, marode Brücken. Es gibt einen Sanierungsstau auf den Autobahnen und den Bundesstraßen. Insofern ist also Geld nötig. Im Übrigen möchte man auch die Lenkungswirkung erzielen, dass die LKWs in Zukunft wieder verstärkt die Autobahnen benutzen und nicht so sehr die Bundesstraßen. Eine Passage jetzt in der Novelle heißt übrigens, dass bis Ende 2017 auch geprüft werden, dass kleinere Lastwagen ab 3,5 Tonnen ebenfalls mautpflichtig werden. Bis jetzt gilt es nur für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen. Hier hat besonders die Bundesumweltministerin Hendricks insistiert, denn natürlich ist das ein ökologisches Thema und sie bekam Unterstützung vom Bundesfinanzminister. Ja, meine Damen und Herren, also jetzt hören wir noch hier die Sitzungseröffnung von Bundestagspräsidenten Lammert und dann gleich das Eingangsstatement von Minister Dobrindt. In seinen bisherigen Dispositionen vermutet. Herr Minister Dobrindt, bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Das Bundeskabinett hat heute die Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes beschlossen. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir unseren Rekordmittelaufwuchs für die Infrastruktur auch in die Zukunft verstetigen. Das heißt, der Investitionshochlauf, den mein Haus vorgezeichnet hat, der bis zum Jahr 2018 dafür sorgt, dass wir an die 40% Zuwachs bei den Investitionen in meinem Haushalt haben, soll auch über das Jahr 2018 hinaus verlängert werden. Dazu dient erstmal aus dem vergangenen Jahr die Verbreitung und Vertiefung der Lkw-Maut auf die Fahrzeugklasse 7,5 bis 12 Tonnen und die Ausweitung auf die vierspurigen Bundesstraßen. Die wird ja in diesem Jahr zum ersten Mal auch volle Wirksamkeit erreichen und an die 400 Millionen Euro zusätzlich bringen. Weiter haben wir jetzt mit diesem Gesetz vor, die Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen zu erweitern. Um nur den Vergleich mal zu nennen, Autobahnen sind 13.000 Kilometer. Bei vierspurigen Bundesstraßen haben wir inzwischen auf 2.300 Kilometer das Mautsystem ausgedehnt. Und Bundesstraßen, die dann ab 2018 in das Mautsystem einbezogen werden sollen, sind 40.000 Kilometer. Das wird in seiner vollen Jahreswirkung dann circa 2 Milliarden Euro an zusätzliche Einnahmen bringen. Einnahmen, die zweckgebunden zur Verfügung stehen für die Investitionen in die Straßeninfrastruktur, das heißt für die Sanierung und den Neubau auch der Straßen. Das ist die Grundlage übrigens auch dafür, dass wir unsere Bundesverkehrswegeplan, den wir im ersten Entwurf ja vorgelegt haben, auch mit den notwendigen Finanzmitteln hinterlegen können und damit auch die hohe Investitionsquote im Verkehrsministerium für die Zukunft sichern. Und die Maßnahmen, die wir ja zurzeit auch diskutieren aus dem Bundesverkehrswegeplan, Bürgerbefragung ist der Bürgerbeteiligung, ist ja gerade abgeschlossen und geht jetzt in die Auswertung und dann hat dann Einfluss auf die Kabinettsvorlage des Bundesverkehrswegeplans. All diese Maßnahmen helfen dabei, dann auch die dort vorzufindenden Projekte zu
verwirklichen. Von daher die gute Grundlage dafür, dass wir das hohe Investitionsniveau, das wir jetzt schon sehen im Verkehrshaushalt und den Investitionshochlauf, auch weiterhin in die Zukunft zu verstetigen. Dankeschön. Die erste Nachfrage hat die Kollegin Wilms. Valerie Wilms, Bündnis 90 Die Grünen, ist jetzt die erste Fragende. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, das ist ein sehr schöner Vortrag, den Sie da gemacht haben. Aber an der Sache selber haben Sie wenig gesagt. Sie haben immer nur über Ihren sogenannten Hochlauf, der da irgendwo ja mal in den Sternen steht, geredet. Sie haben über den Bundesverkehrswegeplan geredet, vielleicht auch den eigenen Hochlauf. Ne? Ich weiß es ja nicht. Und entscheidend ist aber jetzt, dass wir uns mal wirklich mal ernsthaft mit dem Problem, die Sie jetzt mit dieser Lkw-Maut haben, auch mal beschäftigen. Darum meine ganz gezielte Nachfrage. Wenn ich das richtig gesehen habe, was ich so bisher mitbekommen habe, gehört habe, wir haben ja offiziell noch gar nichts von Ihnen, beabsichtigen Sie, die Lkw-Maut jetzt auch durch in den Ortschaften, wenn also Bundesstraßen durch Ortschaften, Ortsdurchfahrten durchgehen, auch mit voll zu bemauten? Das heißt, in größeren Städten ab 80.000 Einwohner kriegen wir dann die Maut auf der Bundesstraße. Wenn ich dann durch die, ich habe es gesehen, wenn ich dann durch die Nebenstraße fahre, bin ich nicht bemautet. Wie verstehen Sie, wie wollen Sie das eigentlich regeln, dass da nicht ein Mautausweichverkehr innerhalb der Gemeinden stattfindet? Wenn die Frage länger als eine Minute ist, entfällt dann die Antwort? Oder? Nein, dann muss die Antwort entfällt nicht. Okay. Das können wir häufiger machen. Ich glaube, es ist eine berechtigte Frage. Ja, was hat die Bundesstraßenmaut jetzt für eine Auswirkung auf Mautausweichverkehre. Und Tatsache ist ja, dass wir jetzt Klagen kennen, dass Mautausweichverkehren auf Bundesstraßen stattfinden, weil eben die Autobahn ausgewichen wird. Und von daher ist es als Vorteil zu betrachten, dass wir die Bundesstraßen jetzt mit einbeziehen und damit keine Anreizfunktion sich mehr ergibt, auf eine Autobahn zu vermeiden und dafür eine Bundesstraße zu nutzen. Von daher wird das jetzt vorgelegte Gesetz einen enorm positiven Effekt auf die Frage von Mautausweichverkehren haben. Ortsdurchfahrten habe ich gefragt. Ganz gezielt. Herr Kollege Behrens. Herbert Behrens, der Sprecher für digitale Infrastruktur der Linksfraktion, ist der nächste Fragende. Herr Minister, ich hätte mir auch gewünscht, dass Sie ein paar mehr Sätze zum Inhalt des Gesetzes hier vorgetragen hätten, aber vielleicht lässt sich das ja noch mit Nachfragen rauskriegen. Aber ein bisschen substantiierter hätte es ja doch ausfallen. Die Zeit läuft, Herr Kollege Behrens. Ja. Darum fällt meine Frage auch relativ kurz aus, und zwar was das Verfahren anbetrifft. Wir haben ja hin und wieder nachgefragt, wie ist das Direktverfahren mit Toll Collect zu bewerten, wie Sie ja auch bei der anderen Maut, die Sie hier ins Plenum eingebracht haben, immer wieder versichert haben, es habe Absprachen mit der EU-Kommission gegeben, um rechtzeitig signalisiert zu bekommen, ob alles so EU-konform ist. Haben Sie solche Absprachen auch in Vorbereitung der Ausweitung der Lkw-Maut bei der Lkw-Maut gehabt? Und wie ist das die Frage beantwortet worden bezüglich der Direktvergabe an Toll Collect ohne Ausschreibung? Ja, wir haben ja bei der Situation der Lkw-Maut keine neue Situation, sondern eine geübte Situation. Und wir haben ja bereits im letzten Jahr durch die Verbreitung und Vertiefung der Lkw-Maut, wie ich sie dargestellt habe, auf die vierspurigen Bundesstraßen und die Einbezug der 7,5 bis 12 Tonner, die Diskussionen auch mit Brüssel intensiv geführt, auch da schon auf unsere Pläne hingewiesen, dass wir ab 2018 die Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen erweitern werden. Dies wird von der Kommission ausdrücklich positiv mit begleitet. Wir haben, was die Frage der technischen Aufrüstung jetzt des Systems angeht, eine Vorbereitung dieser technischen Aufrüstung mit Toll Collect vor. Das heißt, es geht darum, dafür zu sorgen, dass es kein anderes Mautsystem gibt und damit die Nutzer
keine weiteren OBUs oder keine anderen Systemtechniken verwenden müssen, ob sie auf Autobahnen oder auf Bundesstraßen unterwegs sind. Das wird mit dieser technischen Aufrüstung entsprechend sichergestellt. Der Betrieb des Systems dann ab 2018 wird europaweit ausgeschrieben. Dies ist vergaberechtlich auch so geprüft und von uns als richtig empfunden. Sehr schön. Herr Kollege Kriescher. Oliver Kriescher, Bündnis 90 Die Grünen und stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist als nächstes dran. Ja, Herr Minister, Sie planen ja neben der Lkw-Maut die Einführung einer Pkw-Maut, wo ich hoffe, dass die EU-Kommission, von hier aus nochmal Dank an Frau Bulc, das verhindern möge, dass es dazu komme. Aber wenn es dann käme, dann hätten wir eine Lkw-Maut, die geht bis nach unten bis 7,5 Tonnen und eine Pkw-Maut, die geht nach oben bis 3,5 Tonnen. Und es gibt dann eine Mautlücke, es gäbe dann eine Mautlücke, ich muss im Konjunktiv sprechen. Wie erklären Sie das? Wie wollen Sie das handhaben, dass wir dann mehrere hunderttausend Fahrzeuge haben, die in Deutschland nach Ihren Vorstellungen in Zukunft dann gar keine Maut zahlen sollen? Also PKWs sollen zahlen, LKWs über 7,5 Tonnen. Das müssten Sie mir mal erläutern, wie das auch rechtlich und in der Praxis zu handhaben ist. Ich sehe die von Ihnen beschriebene Mautlücke nicht. Es sind zwar unterschiedliche Systeme, die dort herrschen. Das eine ist die Lkw-Maut, die vorrangig fürs Gewerbe steht, und das andere ist die Diskussion der Pkw-Maut, die vorrangig für den privaten Verkehr steht. Nichtsdestotrotz ist im heute vorgelegten Gesetz ein Prüfauftrag vorhanden, der sagt, dass man bis Ende 2017 über die anderen Mautfragen ein Prüfergebnis vorlegen soll. Frau Leidig. Sabine Leidig, die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Da schließe ich meine Frage nahtlos an. Die anderen Mautfragen betreffen beispielsweise auch die Fernbusse, die Fernlinienbusse. Da fordern ja die Länder, wie die Opposition auch, dass dort eine Maut eingeführt wird, die sehr gering sein kann und trotzdem erhebliche Einnahmen bringen würde. Sie haben auch dazu einen Prüfauftrag in Ihrem Gesetz. Und meine beiden Fragen betreffen erstens den Inhalt dieses Prüfauftrages, also was genau prüfen Sie? Und der zweite Teil der Frage ist, ob Sie in dem neuen Wegekostengutachten, das Sie ausgeschrieben haben, auch die Maut für Fernbusse sozusagen in den neuen Berechnungen für die Wegekosten beinhaltet haben. Zur zweiten Frage, nein, beim Wegekostengutachten gibt es meiner Kenntnis nach keinen Auftrag für die Berechnung von einer Omnibusmaut. Und zu Ihrer ersten Frage, als Prüfauftrag ist formuliert, dass man sowohl bei den Fernverkehren als auch bei der Klasse 3,5 bis 7,5 Tonnen eine Prüfung vornehmen soll bis Ende 2017. Ich lasse übrigens auch Fragen aus den Reihen der Koalition zu, falls es welche gibt. Im Augenblick habe ich aber keine notiert. Deswegen hat die Kollegin Wilms jetzt wieder das Wort. Erneut Valerie Wilms, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Herr Präsident, ja, Herr Minister, Sie haben eben dem Kollegen Behrens geantwortet, dass Sie verhindern wollten, in Zusammenhang mit dieser Toll-Collect-Fragestellung, dass kein anderes Mautsystem eingeführt wird. Wenn ich das jetzt richtig sehe, und ich komme noch mal auf diese schönen, spannenden Ortsdurchfahrten in Städten mit mehr als 80.000 Einwohnern. Da ist nämlich Baulastträger nicht der Bund, sondern die Kommune. So, da kann es dann jetzt passieren, dass wenn Sie jetzt so, wie ich das vernommen habe, erwarte und gehört habe in dem Entwurf, dass dort jetzt auch die Bundesstraße mitbemautet wird und das Geld dann wohl an die Kommune geht, dass wir aber dann irgendwann ja auch nochmal eine Lösung brauchen, wenn wir in die Nutzerfinanzierung, was die EU-Kommission will, richtig einsteigen wollen, auch für andere kommunale Straßen. Sind da schon Gespräche mit den Ländern, mit den Gemeinden gelaufen, mit den Verbänden? Und laufen Sie da nicht Gefahr, dass wir dann wirklich einen echten Flickteppich bekommen? Danke. Es
gibt keine Gespräche über kommunale Straßen und Maut mit Ländern oder Kommunen. Der Bund kommt seiner Verantwortung für das Bundesfernstraßennetz nach. Das liegt in seiner Kompetenz und dafür habe ich ein Gesetz vorgelegt. Kollege Behrens. Nochmal Herbert Behrens von der Linksfraktion. Herr Minister, nochmal eine Nachfrage bezüglich der Vergabe an Toll Collect. Neu und für mich überraschend ist die Festlegung, dass Toll Collect im Gegensatz zu jetzt die Daten künftig speichern kann für einen Zeitraum von 120 Tagen. Das heißt, damit besteht ja theoretisch zumindest die Möglichkeit für Toll Collect, diese Daten auch für eigene Zwecke zu nutzen und den ein oder anderen Zusatzdienst anzubieten. Inwieweit ist dieser Punkt in der Vertragsgestaltung mit Toll Collect abgebildet und wann wird denn dieser Vertrag überhaupt abgeschlossen mit Toll Collect? Herr Behrens, die Datenschutzregeln aus unserem bisherigen System haben sich nicht verändert. Von daher besteht der gleich hohe Schutz in der Zukunft wie auch in der Vergangenheit. Und wir sind dabei, den Vertrag mit Toll Collect zu prüfen. Von daher kann ich Ihnen nicht sagen, wann er entsprechend abgeschlossen ist. Das ist eine Frage des Prozesses. Herr Krischer. Erneut Oliver Krischer, Bündnis 90, die Grünen. Dann hat Frau Wilms noch mal. Er will nicht, dann kommt jetzt noch mal Valerie Wilms, ebenfalls Bündnis 90, die Grünen. Zunächst abschließen, bitte schön. Herr Präsident, ich komme doch noch mal wieder auf die Ortsdurchfahrten zurück. Also machen wir ein plastisches Beispiel. Hamburg, Stresemannstraße, einschlägig bekannt, Bundesstraße. Daneben, kennt Kollege parlamentarischer Staatssekretär, der neben Ihnen sitzt, Schröder auch. Daneben ist dann die Holzenstraße mit Reeperbahn, kommen Sie an der gleichen Ecke raus. Also so. Was ich alles kennen soll. Die kennen Sie vielleicht ja auch. Ne? So, die ist aber keine Bundesstraße. Also haben wir jetzt das Problem, dass wir dort über die Bundesstraße kassieren Sie, ne? Kassieren wir? Wenn jetzt jeder Kollege hier seine privaten Straßenprobleme aufzählt. So, auf der anderen kassieren wir nicht. So, das heißt, ich brauche doch jetzt in irgendeiner Form, Sie müssen sich doch mal Gedanken gemacht haben, wie Sie eigentlich mit diesem Problem umgehen wollen. Das heißt, mal mit den Kommunen geredet haben, wie das nachher laufen soll, dass dann nicht auf einmal alles über die Nebenstraßen abfließt. Und ja. Das erschreckt mich, gelinde gesagt. Herr Minister, können Sie diesen Schrecken ausräumen? Nein, ich befürchte nicht, dass mir das gelingt. Ich versuche das seit 2,5 Jahren, das Schrecken auszuräumen. Aber liebe Kollegin Wilms, wir haben doch eine große Unterstützung für genau diese Maßnahme, jetzt die Bundesstraßen mit einzubeziehen. Warum? Weil auch gerade die Städte, in denen die Bauträgerlast nicht beim Bund liegt, sondern bei den Kommunen liegt, davon profitieren. Es sind ja rund 8% der Mehreinnahmen, die sich da ergeben, von denen die Kommunen profitieren werden, die über die Länder dann ausgereicht werden. Von daher hat genau auch diese Einführung der Maut jetzt das Ziel, dann eine entsprechende attraktive Gestaltung auch dieser Bundesstraßen so vorzunehmen, auch wenn sie in den Städten liegen, sodass sie dann auch so genutzt werden, wie sie genutzt werden sollen und die Verkehre darauf abbilden. Kollege Behrens nochmal. Und jetzt nochmal Herbert Behrens für die Linksfraktion. Ja, Herr Minister, nochmal eine Nachfrage bezüglich der Datennutzung, die Toll Collect zur Verfügung gestellt wird. Also diese 120 Tage unterscheiden sich ja heute vom heutigen Verfahren, wo eben in der Onboard-Unit dann die Strecken abgebildet werden, ausgerechnet wird und dann wird sofort gelöscht. Jetzt sollen es 120 Tage sein, wo Toll Collect das zwar anonymisiert, aber speichern kann. Sie haben nichts, ich gehe davon aus oder ich hoffe sehr, dass Sie alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen dabei eingehalten haben. Ich hatte ja nach den zusätzlichen Möglichkeiten und Nutzungsmöglichkeiten gefragt. Werden Toll Collect zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten bezüglich dieser Daten eingeräumt, die sie bis jetzt nicht zur Verfügung hat? So wie ich Ihnen vorhin geantwortet habe, der Datenschutz bleibt so umfänglich bestehen, wie er bisher war. Die Situation, die Sie ansprechen, ist die technische Situation, dass Rechenleistung, die bisher in jeder einzelnen Onboard-Uni im Fahrzeug stattgefunden hat, jetzt in zentralen Rechnern stattfindet. Das ist die Modernisierung dieses Systems, ist auch technisch so erklärt und hat deswegen aber erfüllt deswegen keinen anderen Zweck, als dies in der Vergangenheit auch der Fall war. Weitere Anfragen zu diesem Komplex liegen nicht vor. Dann rufe ich jetzt auf andere Themen der heutigen Kabinettssitzung. Herr Kollege Beck.
Ja, damit ist also dieses Thema Lkw-Maut im heutigen Kabinett abgehandelt. Jetzt zu anderen Themen. Volker Beck, Bündnis 90 Die Grünen. Zur Rehabilitierung der nach § 175 verurteilten homosexuellen Männer. Der Bundesjustizminister hat heute per Presseerklärung mitgeteilt, er wolle hierzu einen Gesetzentwurf erarbeiten und vorlegen, der die Aufhebung von Verurteilungen und auch einen entsprechenden Entschädigungsanspruch regelt. Ich wollte wissen, ob dieser Vorstoß des Bundesjustizministers von der Bundesregierung insgesamt unterstützt wird und wie der Zeitplan für den vorgelegten Gesetzentwurf aussieht. Zunächst geht es natürlich jetzt mal um die Frage, ob das heute in der Kabinettssitzung eine Rolle spielt. Ich gehe davon aus, wenn der Minister das der Presse erklärt, dass er es selbstverständlich mit seinen Kollegen im Kabinett erörtert hat. Herr Minister. Also bei der Kabinettssitzung, bei der ich teilgenommen habe, hat es keine Rolle gespielt, aber ich würde an die fachlich zuständigen Kollegen abgeben. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. In der Tat, Staatssekretär Lange antwortet. Heute entschieden, dass er eine entsprechende Initiative zum § 175 Strafgesetzbuch ergreifen wird. Über die Frage des Wies sind wir jetzt in der Erarbeitung. Deswegen können wir auch noch keinen Zeitplan nennen. Okay, weitere Fragen, Kollege Krischer. Oliver Krischer mit der nächsten Frage. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen zur Kabinettssitzung, wohl aber noch eine Reihe von Fragen zu sonstigen Themen an die Bundesregierung. Die rufe ich jetzt der Reihe nach auf und beginne mit dem Kollegen Krischer. Ja. Sonstigen Themen, Herr Minister, Sie haben ja öffentlich geäußert, dass Sie Tag und Nacht zur Beantwortung von Fragen zum Thema Abgasskandal zur Verfügung stehen. Deshalb gehe ich davon aus, das ist jetzt auch hier eine Gelegenheit, die man nutzen kann, zu diesem Thema etwas zu fragen. Und die Frage wäre, kennen Sie die Verordnung, die EU-Verordnung 692 aus 2008, die definiert, dass Abgasreinigungseinrichtungen unter allem auf dem Gebiet der Europäischen Union regelmäßig anzutreffenden Umgebungsbedingungen, insbesondere bei niedrigen Umgebungstemperaturen, funktionieren müssen? Sie haben nun in Ihrem Untersuchungsbericht geschrieben, die Automobilhersteller, die ja in großer Zahl die Abgasgrenzwerte nicht einzurichten, sei nicht belangbar, weil die entsprechende EU-Richtlinie nicht präzise sei. Die EU sieht das dezidiert anders, wie auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Meine Frage an Sie wäre, können Sie uns Ihre Rechtsexpertise und Ihre Auffassung belegen, warum die Automobilhersteller nicht belangt werden, die sich hier eindeutig nicht an die Grenzwerte halten? Sehr geehrter Herr Krischer, wir haben das in unserer Untersuchungskommission ja transparent aufgeklärt und auch dargestellt. Und da finden Sie auch genau diese Hinweise auf Ihre Frage, dass es nach EU-Recht zulässig ist, aus Motorschutzgründen dafür zu sorgen, dass die Abgasreduzierung runtergefahren wird. Das haben wir auch so dargestellt. Übrigens haben die Kollegen aus England und Frankreich, die Engländer einen Tag vor uns und die Franzosen, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen nach uns mit ihren Gutachten und Prüfungen an die Öffentlichkeit gegangen sind, die gleiche Einschätzung und das gleiche Ergebnis. Von daher würde ich Sie bitten, auch diese Gutachten mit in Ihren Erkenntnisprozess mit einzubeziehen und sie halt dann auch richtig zu bewerten. Da ist eine gleiche Rechtsauffassung offensichtlich in Europa, die zumindest von Deutschland, England und Frankreich jetzt, das sind die Länder, die sich geäußert haben, so geteilt wird. Kollege Gastel. Matthias Gastel, der bahnpolitische Sprecher der Grünen, ist der nächste Fragende. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Deutsche Bahn Fahrgastdaten, die sie im Rahmen der Fahrpreisnacherhebung erfasst, nicht selber weiterbearbeitet, sondern an eine Auskunftei weitergibt. Arvato Infoscore heißt das Unternehmen, was dann am Ende dazu führen kann, dass diejenigen, die dort erfasst sind,
zu schlechteren Bedingungen an Kredite kommen. Es ist so ein ähnliches Unternehmen wie die Schufa. Das heißt, es führt dann zu Nachteilen für die Betroffenen, selbst dann, wenn sie gar nicht schwarz gefahren sind, sondern das alles ein Missverständnis gewesen ist oder sie nachher nur noch 7 Euro bezahlen müssen. Ich möchte gerne wissen von Ihnen als Minister, wie bewerten Sie dieses und welche Konsequenzen ziehen Sie aus diesem Vorgehen des Staatsunternehmens Deutsche Bahn? Ich kann Ihre Aussage jetzt nicht bewerten, auch nicht überprüfen, ob es genauso stattfindet. Sage aber gerne zu, dass wir eine Prüfung auch des Sachverhalts vornehmen. Dann kann ich einen Bericht entsprechend abgeben. Kollege Ströbele. Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Minister, ich habe auch eine Frage, die vielleicht doch in der Kabinettssitzung eine Rolle gespielt hat. Sonst bitte ich Sie, von der Bundesregierung so beantworten zu lassen. Der Bundesfinanzminister soll sich vorhin nach Medienberichten dahingehend geäußert haben zu dem Visaabkommen mit der Türkei, zu dem geplanten, dass er die Auffassung vertritt, dass das nur in Kraft treten kann, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Das würde korrespondieren mit einer Entscheidung des Europäischen Parlaments, das ja wohl beschlossen hat, gestern oder heute, dass solange nicht alle Bedingungen erfüllt sind, das Europäische Parlament einer Befassung nicht nahe treten will, mit unter anderem diesem Abkommen. Meine Frage an die Bundesregierung ist jetzt, welche Auffassung hat die Bundesregierung vertreten dazu, dass bisher nicht alle Konditionen, die die Europäische Union gestellt hat, insbesondere zur Veränderung der Terrorismusgesetzgebung in der Türkei, die ja vor allen Dingen auch bei Journalisten angewandt wird, weil die Europäische Kommission hatte ja bereits grünes Licht gegeben. Welche Auffassung hat die Bundesregierung dazu vertreten? Entschuldigung, das ist ein Augenblick länger dauert. Herr Ströbele, das war nicht Teil der Beratung heute im Kabinett. Ansonsten gebe ich gerne den fachlichen Kollegen weiter. Möchte jemand? Ja, bitte schön, Herr Kollege Schröder. Staatssekretär Ole Schröder beantwortet die Frage von Hans-Christian Ströbele. Selbstverständlich, dass alle Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und die Kommission hat ja in ihrer Mitteilung gerade darauf hingewiesen, dass die Voraussetzung, die Sie genannt haben, eben noch nicht erfüllt ist. Frau Hasselmann. Britta Hasselmann, ebenfalls Bündnis 90 Die Grünen und parlamentarische Geschäftsführerin Ihrer Fraktion, hat die nächste Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, mich interessiert, ob sich die Bundesregierung mit der Frage befasst hat, wie die Berichte von Human Rights Watch gestern im Hinblick auf die Frage, dass es zu Schüssen und gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen ist an der türkischen Grenze, wie das zu bewerten ist. Haben Sie im Kabinett oder in der Bundesregierung dazu veranlasst, dass Innen- und Außenministerium sich mit der Frage befassen, dem nachgehen? Ja, dazu will ich gerne eine Auskunft haben. Sehr geehrte Frau Hasselmann, das war nicht Teil der Kabinettsberatung heute. Aber die Frage war ja jetzt unabhängig von der Kabinettssitzung, ob es dazu eine Positionierung der Bundesregierung gibt. Herr Staatssekretär Schröder, bitte. Das war aber heute Thema im Innenausschuss und selbstverständlich beschäftigen wir uns mit der Frage und gehen den Berichten nach. Ja, meine Damen und Herren, soweit also unsere Befragung der Bundesregierung am heutigen Mittwoch, dem 11. Mai.